Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brick Weeks. Ja, in dieser Folge geht es fast ausschließlich, ein ganz schweres Wort, um ja, Trucks. Und zwar fangen wir das dazu mal in der City an. Wir gehen in den Editor rein und schnappen uns den ersten Truck, und zwar von M. Vickers. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, schauen wir uns das mal an. Ein ja, LKW, Lastkraftwagen mit ein bisschen Ladung drauf. Ja, schickes Design. Und gut gemacht. Oben einfach eine Platte drauf gehauen, okay. Ja, viele kleine Details drin. Hinten das Licht. Da kann man auch das ein oder andere dann basteln, wenn man möchte. Ja, sehr schick gemacht. Mal gucken, wie sich das in der Straße verhält. Spawnen wir einfach mal damit. So, uiuiui. Der lenkt aber ganz schön. Ein bisschen zu doll, finde ich. Aber gut, das soll uns nicht davon abhalten, mit dem mal jetzt hier ordentlich Gas zu geben. Bei dieser schönen Rampe hier. Hui! Oh. Und da ist das Ende. So, das Problem immer noch, es gibt kein wirkliches Reset hier. Nur die Map resetten und so. Ist ein bisschen blöd. Aber gut, dann gehen wir einfach mal auf die Map und spawnen hier einfach. Und damit es einfacher ist, nehmen wir uns mal schnell den Controller. So. Wir fahren einfach mal Richtung Schienen. Und da ist auch schon die Bahn. Vielleicht holen wir es noch ein hier. Der kann bestimmt schneller fahren als die Bahn. Genau. Und bam! Uiuiuiui. Was ist denn da los? Okay. Gucken hier. Der Zug ist da. Ruf hier. Oh. Ja gut, können wir auch so machen. Ne? Also. Da war die Slow-Mo. Ich vergesse immer, wo die Slow-Mo ist. Nicht gut. Da ist der Zug und das Ganze jetzt mal mit Slow-Motion. Oha. Und da hat er uns. Gucken wir einfach nochmal zurück auf die Schienen kommen. Ja. Mit etwas Glück kriegt er uns nochmal. Ah, nee, das wird nichts mehr. Schade eigentlich. Aber wir ballern nochmal gegen das Ende und verlieren ein paar Reifen. Auch ganz nett. Ah, probieren wir es hier nochmal. So, wir stellen uns jetzt die direkt auf die Schiene drauf. Okay, das hat auch nicht ganz so geklappt. Die Schienen sind ein bisschen zu hoch. Uiuiui, und da fliegt er. Na schön, das müssen wir an dieser Stelle hier mal probieren. Oh, sehr schön auf den Schienen. Na, so, das sollte gehen. Da kommt der Zug. Mach mal Slow-Mo und gehen auf eine bessere Perspektive hier. So. So sollten wir es gut sehen. Einmal ein bisschen schneller. Slow-Mo an. Und da explodiert das ganze Ding hier. Und fliegt in alle Einzelteile. Boah, sehr nice.
Das hat auf jeden Fall einen Screenshot verdient. Oha. Da zerfällt hier uns sogar das ganze Haus. Uiuiuiui. Das ist doch sehr nice. Oh Mann. Komisch, dass der Zug nicht explodiert. Finde ich ein bisschen schade. Aber richtiges Massaker hier. Die Zäune, die spawnen noch. Und ja, die Dinger hier bleiben anscheinend auch stehen. Na schön, den wollen wir nochmal. Na, nochmal zurück. Und zwar hierhin. Damit wir mal schnell in den Editor können. Oh, yeah, schwieriges Wort. Und den nächsten Schwach auswählen können. Und wem war jetzt? Von Sturmhauer ist er jetzt diesmal. Etwas länger, weil das hintere auch ein Anhänger ist. Und der vordere einzelne Schwack einfach nur. Ja, ui. Drei Reifen, hinten zwei. Hier schöne Bremslichter, auch hinten drauf. Hier oben eigentlich ganz schick gemacht so. Und sogar mit Horn vorne dran. Ah, die kann man nur Materialien auswählen, okay. Ja, schicke Tür drin. Hier unten anscheinend so der Tank. Was ist denn der Motor? Wahrscheinlich hier vorne drin. Genau, da ist der Motor. V8 wahrscheinlich. Wie in fast jedem Auto hier. Da ist auch nur entweder ein V12, kleiner Kompressor oder ein V8 gibt. Oder so ein paar kleinere Motorblocks. Naja, E-Motor gibt es natürlich auch. Der ist oh, nicht ganz so leistungsstark. Aber gut, wir gehen mal raus. Oh, keine gute Position. Wir gehen mal hier hin. So. Jetzt müssen die rückwärts hier. Komm. Ja, schön. Und dann fahren wir hier mal so ein bisschen rum. Da ist der schöne Zug. Wir fahren hier mal kurz so rüber. Was sind das hier eigentlich? Nee, nee, nee. Drag Race. Uiuiui. Könnte man natürlich machen, aber das machen wir jetzt nicht. Sie. Ja, schau mal. Bisschen blöd gelenkt hier. Na ja, komm, jetzt. Nein. So, jetzt geht's. Was gibt's hier Schönes? Container Delivery. Transport at least two containers to the construction site nearby. Okay, da sollen wir zwei von den Containern transportieren. Aber das geht mit diesem hier relativ schlecht. Gucken wir, ob wir trotzdem mal durchfahren können. Zwischen den Containern hier. Jo. Und da ist auch schon der Zug. Und da haben wir ihn noch getroffen. In der Slow Motion. Oh, der Anhänger. Trifft auch. Aber nicht ganz so gut. Fällt nichts ab. Und wir bleiben. Ja, bleiben nicht hin. Okay. Ja, jetzt doch. Okay. Da ist der Zug. Wir nehmen einfach mal hier so. Direkt auf die Schienen. Oh, da. Ist schon mal gleich alles kaputt. Nein, das ist nicht gut. Ein bisschen weiter. Okay, da wird gleich alles zerstört. Das lassen wir dann mal. Ah, wir gehen mal dahin. So. Wir fahren natürlich auf der rechten Seite. Kann man hier einfach so rüber? Oh ja, sehr schön. So.
wir stellen den mal hier ab. Da hinten kommt der Zug. Gucken, ob wir ihn nochmal gut erwischen. Hier nochmal schöne Kameraposition. So. Wenn das Ding nicht super doll explodiert, sollte es so gehen. So, der Zug kommt. Slow Motion an. Oha. Total weggedrückt. Gegen das Haus geschleudert. Fällt aber nicht ganz so viel ab. Finde ich ein bisschen schade. Ah, da geht schon ein. Was ist denn das? Activate. Auf das Haus drauf, auf das Gebäude hier. Uiuiui. Was für eine Wucht dahinter. Aber es ist ganz geblieben, man könnte noch fahren. Oh. Der Motor funktioniert noch. Schade, dass man jetzt nicht ohne Reparatur irgendwo spawnen kann, das wäre schon lustig. Wir spawnen allerdings mal hier. Wenn ich mal nicht immer den Zug habe, nehme ich mal schön das schwarze Loch hier. Mehr oder weniger schwarz. Ui. Und Slow Motion. Gucken, gute Kameraposition. Passt schon. Hier vielleicht doch ein bisschen mehr abfällt. Aber es sieht nicht so aus. Sehr stabil gebaut. Muss man schon sagen. Ja, funktioniert noch fast tadellos. Na schön, denn nehmen wir mal hier oben hin und gehen wir auf das nächste Fahrzeug. Und zwar haben wir hier den Box Truck Penske White. Und das Ganze von ZeoyoKill 68. Okay, Truckmotor, All Lights, Real Physics, Passenger Seat, Real Brand und White Color. Jo, hat alles, was ein Fahrzeug braucht. Mal übersetzt schnell. Von Penske, True Rental, anscheinend ein Unternehmen. Kenne ich jetzt persönlich nicht. Wahrscheinlich kennt das jeder, nur ich nicht. Mal gucken, ist hier was drin? Nee, alles leer, aber von innen schon ganz gut aufgebaut. Von die Fahrerkabine mit rauftritt. Und hier wahrscheinlich wie immer der Motor. Irgendwo drin. Jo, da ist er. Ein kleiner Motor nur. Ja, mal gucken, ob das geht. Probieren wir es mal aus. So, zuerst ein Sturz von oben. Ui. Okay, das hat er schon mal überlebt. Dann steht ja nichts mehr im Wege hier. Oh, der Zug ist gerade da lang gefahren. Na schön, warten wir noch ein bisschen. Fahren ein bisschen durch die Gegend hier. Ist ja auch sehr schön, kann man sich mal angucken. Oh, Häuser. Schön detailreich eigentlich. Bei manchen. Natürlich nicht bei allen. Hier zum Beispiel fehlt vielleicht noch ein bisschen was, aber da Brickworks natürlich noch in der Early Access ist, kann das alles noch kommen. Da wird zum Beispiel gerade ein Gebäude gebaut. Vielleicht ist das dann im Release fertig. So, da hinten ist schon das Ende. Ah, hier kann man nicht so gut. Hier kann man nicht so gut drauf. Das ist relativ schade. Schlecht abgepasst mit dem Zug. Na schön. Aber dahin kommt er schon. Wir gehen mal so dahin. So.
Einmal die gute Kameraposition. Wir nehmen mal hier weiter hin. So, so in etwa. Und der Zug, er kommt. Und schleudert das Ding auch einfach mal ganz weit nach vorne. Einen Tank hat er schon verloren hier. Das sieht schon sehr lustig aus. Der Zug fährt einfach drunter durch. Schafft er es denn ganz mit den Waggons? Ah, sieht schlecht aus. Nicht ganz. Aber er nimmt nur noch ein Stück mit. Er reißt aber nicht mehr so viel an Kleinzeug mit sich. Mal gucken, ob da noch ein bisschen was wegfliegt. Ja, so ein kleines bisschen landet. Ja, fast richtig, okay. Na schön, den haben wir noch ein kleines bisschen Zeit, um die einfach mal auf der Rennstrecke zu testen. Mal gucken, welcher der schnellste ist. Einmal schnell den Editor, den ersten Schwack nehmen. Und los geht's. So. Ja, stopp. So, geht das schon? Nee. Noch ein Stück zurück. So, da sollte es gehen. 3, 2, 1 und Start. So, mal gucken, wie schnell er wird. 10,265 Sekunden und 277 km/h. Ja, das ist ganz ordentlich. Aber natürlich fahren wir hier fast bis zum Ende. Und da zerreißt es ihn schon fast. Uiuiui, er fliegt aber auch. Ne? Ganz schön weit. Und uiuiui, explodiert ist er noch nicht. Kommt jetzt vielleicht mit dem nächsten Aufprall. Und na, immer noch nicht. Jetzt explodiert er in einem riesigen Feuerball. Einfach nur mega. Und da sind die ganzen Teile und sie verbrennen einfach. Und unser Typ, naja, macht einen kleinen Spagat. Soll er machen. So. Oh, er steht wirklich gut. Dafür, dass gerade alles um ihn herum explodiert ist, hält er einiges aus. So, wir nehmen mal den vorderen, um mal auf die andere Strecke zu kommen. Und dann nehmen wir gleich den nächsten Truck. Und mit ihm geht es natürlich auch zur Startlinie. Vielleicht hält er das auch bis zum Ende durch. So, Startrace. Und los geht's. Fühlt sich ein bisschen schwerer beim Anfang. Hat aber jetzt schon 70, 80 km/h drauf. 100, vielleicht wird es bis dahin noch mehr. 150, ja, das sieht nicht ganz so viel aus. 16 Sekunden und 171 km/h. Erheblich langsamer. Und dafür hat er ja auch einen Anhänger dran. Und nicht gleich, wie auch immer man es dann nennt, gleich dran geheftet, angehofft.
Aber er schafft es bis zum Ende. Und einmal auf die Reifen drauf. Und das Ding fliegt. Bis nach Meppen. Aber explodieren tut's nicht. Immer noch sehr stabil. Ein großes Lob an den Designer. Das Ding ist wirklich sehr stabil. Na schön, den haben wir jetzt noch rein. Und zwar den Penske White Truck. Da würde ich trotzdem lieber auf die rechte Seite gehen. Einfach, weil der vorherige ja sowieso langsamer ist, dann müssen wir uns das nicht mehr merken. Na, noch ein Stück zurück. So, das müsste gehen, theoretisch. Ja, es geht. Und los geht's. Fast die gleichen Voraussetzungen wie beim anderen. Mit gleich angehafteten Anhänger. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie das heißt. Das hört sich echt bescheuert an. Er hat jetzt erst 100 km/h, ist wahrscheinlich auf jeden Fall noch langsamer. 16 Sekunden, 171. Mal gucken. Und 22,6 Sekunden und nur 126. Damit auf Platz 3. Ja gut, er hat auch keinen V8-Motor drin, das muss man schon sagen. Aber dafür... Oh, Höchstgeschwindigkeit gerade mal 160. Ja, gut. Für Realität bestimmt wirklich so, aber hier natürlich sehr, sehr schwach an der Stelle. Dafür kriegt er jetzt so einen kleinen Impact hier gegen die Reifen. Darf nochmal in alle Teile zerfetzt werden hier. Und mit diesem schönen Zerstörungswahn hier verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bei Brickwigs, wenn Fahrzeuge einfach mal derbst zerstört werden. Und das Ganze in Lego. Tja. Dann sage ich bis dahin.